Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die FDP will den Nachholfaktor in der Rentenversicherung wieder einführen, um die Rentenversicherung wieder generationengerecht zu machen und um eine Sache mal vorauszuschicken. Bei der Bundesregierung wird gar nichts mehr generationengerecht. Nach diesem Generalangriff auf den Mittelstand, nach diesem Generalangriff auf unsere fleißigen Leute, nach dieser Betriebsschließung ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz im Rahmen ihrer gesamten Corona-Lockdown-Politik wird das nicht mehr generationengerecht. Für diesen Super-GAU von Bundesregierung werden noch unsere Enkel und unsere Urenkel zu bezahlen haben. Deswegen, Generationengerechtigkeit ist nichts, worüber man hier wirklich nachhaltig reden kann. Allerdings ist es natürlich so, dass die Große Koalition 2018 im Rentenversicherungsleistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz natürlich rumgepfuscht hat ins System und diesen Nachholfaktor ausgesetzt hat. Da hat man letztendlich erkannt, dass diese Riester-Rürup-Konstruktion von Rot-Grün komplett an die Wand fährt, hat sich deswegen Haltelinien überlegt und irgendeine Möglichkeit, wie man das Rentenniveau einigermaßen stabilisieren kann. Und dann wurde eben dieser Nachholfaktor ausgesetzt. Noch mal ganz kurz zur Erklärung. Normalerweise ist es ja so, dass die Renten ein Jahr, nachdem die Löhne gestiegen sind, im gleichen Umfang steigen. Wenn dann aber die Löhne sinken, bleiben eigentlich die Renten gleich. Und wenn sie dann wieder steigen, dann steigen sie nicht gleich mit, sondern es dauert eine Weile. Das ist dieser Nachholfaktor. Und der wurde ausgesetzt, eben um diese Haltelinien zu halten und auch eine Rentenangleichung Ost hinzukriegen. Es ist zwar systemisch richtig gedacht, das wieder einzusetzen, aber es spricht ein anderes volkswirtschaftliches Argument dagegen. Und das hat wieder mit Corona zu tun und der Lockdown-Politik der Bundesregierung. Die EZB druckt gerade massiv Geld. Und wenn Sie den Weihnachtsvortrag von Hans-Werner Sinn gehört haben, dann befürchtet er eine relativ umfangreiche Inflation aufgrund Ihrer Politik. Der liegt nicht falsch, der liegt sehr, sehr richtig, Herr Kollege. Und das Problem ist nämlich Folgendes. Wenn wir nächstes, wenn wir übernächstes, wenn wir überübernächstes Jahr eine große Inflation haben und die Renten nicht anpassen, wenn da der Nachholfaktor noch bleibt und diese Renten steigen nicht, dann haben die Rentner ein großes Problem. Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung den Rentnern gegenüber, dass sie tatsächlich auch ihr Alter in Wohlstand verbringen können. Das ist auch Aufgabe der Politik bei aller Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Ach ja, und wenn ich schon bei der Generationengerechtigkeit bin, dann muss ich doch noch mal ein Wort über die FDP verlieren. Die FDP sollte sich mal gut überlegen, wofür sie hier eintritt. Ich meine, Sie selbst waren es doch, beziehungsweise Ihre, naja, nicht Rechtsvorgänger, aber Vorgänger der Fraktion in der 17. Wahlperiode, die nicht in der Lage war, ihre Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse zu bezahlen. Ja? 5,8 Millionen haben sie da geprellt, hat die Zusatzversorgungskasse eben nicht einnehmen können, weil sie schlecht gewirtschaftet hatten, weil sie letztendlich diese Beiträge nicht bezahlt haben. Da haben sie ein Umlagesystem im Stich gelassen, was sie jetzt zu verteidigen suchen. Herr Vogel, Sie waren selber Mitglied dieser Fraktion. Und ich finde es dann doch nicht gerade angebracht, so aufzutreten, ganz einfach. Nicht an Ihren Worten, sondern an Ihren Taten müsst ihr sie messen. Und hier von Generationengerechtigkeit zu schwadronieren und tatsächlich was komplett anderes zu tun, das ist schon nicht gerade angemessen. Die einzige Lösung besteht tatsächlich aus drei Schritten. Erstens, diese Regierung Merkel muss weg. Zweitens, wir brauchen eine Rentenreform. Drittens, wir brauchen eine Steuerreform. Die Rentenreform haben wir Ihnen vorgestellt auf dem Sozialparteitag in Kalkar. Da haben wir eine generationengerechte Rente entworfen, die darauf zielt, dass wir tatsächlich den generativen Beitrag berücksichtigen mit einem Beitragsbonus, damit die Rentenversicherung dauerhaft stabilisieren. Und ja, wir brauchen auch eine Steuerreform. Wir müssen runter mit den Steuern und Abgaben. Wir müssen runter dafür mit den Ausgaben. Das heißt, wir müssen runter mit den Ausgaben für Brüssel, runter mit den Ausgaben für illegale Migration und runter mit den Ausgaben für diese irrsinnigen Corona-Maßnahmen. Dann haben wir auch Geld, um die Rentenversicherung dauerhaft zu stabilisieren und die Beiträge auf erträglichem Niveau zu halten. Haben Sie herzlichen Dank.